What's going on right now? Servus Christoph, hier ist der Olli von Holiday Tours. So wie viele sagen, die bestbewertete Tour Company in New York City. Bin gerade in der Stadt unterwegs und habe mir gedacht, ich schicke euch ein paar Informationen, wie ihr von Bayonne, New Jersey, nachdem ihr mit der TUI und der Mein Schiff, also eurem Schiff, entweder angekommen seid, dann müsst ihr natürlich noch durch die Immigration, oder wenn ihr hier in New York City landet und auf das Mein Schiff kommt, dann am nächsten Tag in die Stadt kommt. Ihr habt es gerade gesehen, das Mein Schiff liegt weit, weit weg am Teardrop Memorial in Bayonne, New Jersey. Wenn ihr rauskommt nach der Immigration, wenn ihr rauskommt ohne Immigration, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr, nachdem ihr direkt hier seid, hurra, einen Shuttlebus nehmen könnt. Der Shuttlebus hat die letzten Jahre immer so um die $10 gekostet. Und der Shuttlebus muss direkt beim Bus bezahlt werden. Dafür braucht ihr ein bisschen Cash. Und der Shuttlebus bringt euch dann zur Light Rail, 34. Straße in Bayonne. Der Betrag, den ihr bezahlt, gibt euch die Fahrt hin zur Light Rail und am Abend wieder von der Light Rail Station Bayonne, 34. Straße, zurück. Somit seid ihr zeitunabhängig. Wenn ihr dann bei der Light Rail angekommen seid, braucht ihr die Tickets für die Light Rail. Da folgt einfach der Beschriftung auf dem tollen Automaten, könnt ihr die Tickets kaufen, so um die $2-3 pro Person, und macht euch dann mit der Light Rail in Richtung Exchange Place oder in Richtung Newport. Wenn ihr im Exchange Place ausgestiegen seid oder in Newport ausgestiegen seid, könnt ihr dort dann die Path Train nehmen. Da findet ihr einen tollen Film auf meinem YouTube-Kanal, wie man sich super easy ein Path Train Two-Way-Ticket kauft. Und das Schöne ist, die Automaten in New Jersey sprechen auch Deutsch. Für die U-Bahn in Manhattan nehmt ihr einfach eure Kreditkarte, haltet die Kreditkarte drauf, könnt ihr das Drehkreuz. Problem ist, dass wenn ihr zu viert unterwegs seid, nur eine Kreditkarte habt, dass die eventuell nur einmal funktioniert. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, anstatt dem Shuttlebus mit Uber oder Lyft euch einen Fahrer zu organisieren. Dazu müsst ihr bitte die jeweilige App runterladen. Nachdem ihr vom Schiff runtergegangen seid, Immigration kann teilweise sehr lange dauern, ich empfehle euch, stellt euch in die Schlange für die Immigration, bevor die Immigration aufmacht, und seid die Ersten, die dann rauskommen. So würdet ihr dann außerhalb vom Schiff mit Wi-Fi vom Schiff euren Uber-Fahrer oder Lyft-Fahrer organisieren und könnt euch somit direkt bis zum Exchange Place oder nach Newport fahren lassen. Aber Olli, wir wollen doch nach New York City. Ja, natürlich wollt ihr nach New York City, aber die Fahrt rüber in die Stadt dauert nicht nur lang, sondern ist auch richtig teuer. Nur bis zum Exchange Place oder nach Newport ist es super einfach. Wenn ihr euch hier die Path-Train-Karte anschaut, da seht ihr, dass der Fahrplan am Wochenende unterschiedlich ist zu unter der Woche. Ihr seht die rote und grüne Bahn vom Exchange Place direkt zum World Trade Center. Ihr seht die gelbe Bahn, die beginnt in Newport und bringt euch dann in Richtung 33. Straße. Ihr könntet natürlich auch schon auf der Christopher Street, 9. Straße, 14. Straße, 23. oder 33. Straße aussteigen, je nachdem. Wie man sich das Ticket kauft für die Path Train, wie gesagt, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal und auch hier. Schaut es euch kurz an. Und zwar geht das super einfach. Ihr sucht euch vor den Automaten und der Automat spricht Deutsch. Ihr drückt auf Metrokarte. Wie gesagt, diese Karte ist nur für das Hin- und Herfahren möglich. Da ihr keinen Dollar Pfand zahlt, könnt ihr diese Karte nicht aufladen. Ihr wählt, wenn ihr zu zweit seid, zwei Tickets. Jetzt braucht ihr Cash. Cash in der Tasche. Euro funktioniert nicht.
Ihr schiebt euer Geld rein, zwei Karten kommen raus und jetzt nutzt ihr eine Karte für euch zwei zum Rüberfahren. Damit könnt ihr eine Karte wegschmeißen oder als Souvenir in euren Geldbeutel stecken. Die zweite Karte nutzt ihr dann am Abend wieder zurück. Wie gesagt, Exchange Place wäre eine Möglichkeit direkt zum World Trade Center. Wenn ihr diesen Zug wählt, dann könnt ihr dort direkt anschließend das 9/11 Memorial besuchen, die Wall Street und euch dann mit einer U-Bahn vom Süden von Manhattan uptown machen. Zum Beispiel zum Grand Central Terminal, Fifth Avenue, Rockefeller Center, Central Park und den Times Square besuchen. Der Oculus ist ein Wahnsinnsgebäude. Viel Spaß dabei. Solltet ihr mit der Path Train jedoch von Newport starten wollen, dann empfehle ich euch erst einen kleinen Spaziergang zu dem Leverack Lighthouse zu machen, um einen mega Blick auf die Skyline zu genießen und dann steigt ihr ein in den Zug, auf dem 33 draufsteht. So fährt der Zug, auf dem 33 draufsteht, in Richtung 33. Straße. Hurra, ihr habt's verstanden. Ihr könntet auf der Christopher Street aussteigen und das Greenwich Village besuchen. Auf der 9. Straße aussteigen und das Greenwich Village besuchen. Zum anderen den wunderschönen Washington Square Park. Ihr könntet auf der 14. Straße aussteigen und bis rübergehen zur Highline, um den Highline Park in den Norden zu laufen. Ihr könnt auf der 23. Straße aussteigen, 23. und 6th Avenue, und rüberlaufen bis zum Flatiron Building. Oder bis zur 33. Straße fahren, so wie wir. Und da seht ihr, so schaut's hier aus. Schluchtenscheiße gibt's nicht nur in Österreich oder der Schweiz oder in Bayern, sondern auch in New York City. Ihr seid angekommen, viel Spaß. Servus und ciao, sagt Dolly. Vierte!